So. Die lassen wir im Stich. Hier gibt es gerade Probleme, aber nicht unsere Probleme. Willkommen zu einem neuen Part. Skyrim. Letzten drei Parts hier. Der vorletzte Part heute. In den letzten drei Parts mache ich auch mal Begrüßungen. Nicht so wie in den anderen 49 Parts. Keine Ahnung, was nehmen Dreh. Vielleicht auch weniger. Wir reiten ja ganz woanders hin. Einmal in die andere Richtung. Nicht, dass wir noch Fahnenflucht begehen. Den tapfere Kämpfer. Das wird für unser Trupp sein. Stellen das Pferd hier irgendwo ab. Kavallerie. Kommt, meine Soldaten. Die Kaiser nicht abschlachten kann ich. Essen bräuchte ich nur mal gerade. Sonst wird das nix. Sag nicht, ich hab nichts dabei. Das ist ein bisschen dumm. Heilung. Oder das passiert. Ich war unsichtbar. Haben wir nicht schon mal mehr ausgehalten? Oh wei. Hier sind wir jetzt. Oh, Lydia. Du kommst auch mal mit. Ach du Scheiße. Hat jetzt nichts gespeichert. Müssen wir nochmal das mit den Trifft die Männer machen, oder wie? Joa. Der Part wiederholt sich. Vielleicht kann ich es euch irgendwie rausschneiden. Ja, das ist wieder dieselbe Aufgabe. Das Boot ist fast an. Hoffentlich. Gut, das machen wir. Das mache ich mal schnell. Erzählt es doch dem Kommandanten. Ein kräftiger.
Mutiger Tritt in den Allerwertesten bringt euch sicher wieder auf andere Gedanken. Okay. Fährt man doch mal wieder einen Drachen an. Der Drache greift das Lager an. Oh Gott. Wo ist der? Verdammt. Er tötet hier meinen Questgeber. Ich würde ihn eigentlich nicht bekämpfen, aber wenn er jetzt zum Lager kommt. Das ändert die Sache ein wenig. Zerstört und gerade die Quest. Na komm. Und ich bin überladen. Ein neuer Drachenzähler. Ist alle tot. Okay, er ist noch da. Gut. Manche sagen, es ginge um. Ihr brecht zur Fett. Trefft euch mit dem Was meint ihr? Schafft ihr das? Gut. In euch brennt ein richtiges Feuer. Das gefällt mir. So, Hallo, das haben wir jetzt mal. Euch so, das Pferd haben wir unten abgestellt. Oder auch hier. Das Pferd mit der Elfenrüstung. Das müssen wir mal speichern, bevor wir dann zur Festung kommen. Müssen wir mal schnell reisen. Nächste große Schlacht. Ich werde hier mal kurz speichern. Das war, wenn wir sterben. Und den ganzen Quatsch davon nochmal machen mussten. Soweit ich weiß, tauchen wir im letzten Spielstand wieder auf.
kannst nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Aha. Da ist doch die Festung. Fährt gleich hier. Sollten vielleicht ein bisschen taktischer losgehen. Das ist 97% von deinem Game. Ich kämpfe die mit Axt. Das überleben. Nein. Ich glaube, wenn wir hier schon passieren. Jetzt machen wir den Weg frei. Ich muss die Festung wohl alleine erobern. Das nahm ich natürlich nichts. Aufpassen, Kopf gehört mir. Hey, passt ein bisschen auf. Das war gar nichts. Ich bin schon wieder tot. Kaum zu glauben. Hoffentlich war ich jetzt nicht wieder hier auf. Ah doch. Immerhin. Wir müssen öfter speichern. Der Kampf mit Pfeil und Bogen wird unterbewertet. Müsste man mal treffen. Dann wäre das mal was. Wenn man anständig treffen würde mit Fernbogen. Wieso Rückzug hier? Nee. Ich hoffe, dass die Gegner die Rückzug schreien. Ohne Heiltränke wird das ja schwierig. Die Bogenschützen ausschalten. Deckung suchen. Na komm.
schleiche mich mal hier rein. Das ist meine Spezialität. Hier sind Waffen. So nämlich. Ich bleibe schon mal von innen auf. Oh. Und 50% verblieben. Guck schon mal unten, was hier los ist. Ich hoffe, die schaffen es oben alleine. Okay, tun sie nicht. Kriegst du finden das nicht rein, aber ich brauche Essen. Die Schlacht da oben. Waffe fallen lassen. Schau mal, ob da draußen noch welche leben. Das hört sich nicht so gut an. Das ist der einzige Mann. Wie kommen wir da hoch? Na komm, das schaffen wir. Oh nein, ich muss hier. Ich kann hier nicht gegen die ganze Armee kämpfen. Hier oben muss ich den Bogenschützen ausschalten. Prozent. Na komm. Ich habe genug. Wir sind verloren. Ich darf nicht ganz so gut wie erwünscht. Oh, ich darf nicht schon wieder sterben. Verdammt, ich hätte einen Steilspeicher irgendwo dazwischen machen müssen. Oh, ich hab's erobert. Hilft nichts, wenn wir neu laden. Ah, hier. Schöner Safe Point. Mit die falschen ausschalten. Sind 40%. Immer wieder hier hoch. Wieso denn? Kämpf tapfer.
Herr Schlachtfeld, bin ich verloren. Schnell weg hier. Ist eine gute Zahl. Ich hab ab. So wird sonst nichts. Null Prozent. Wenn ich bei Ulfric Sturm hatte. Okay, wir müssen hier abbauen. Palast der Könige. Ich muss mein Pferd wiederfinden, sonst wird das nichts. So viel Lydia hat es überlebt. Aber das macht kein Ereignis, welcher Part ist. Das Pferd hat hier irgendwo unten geparkt. Na, Lydia. Schön zu sehen, dass du noch lebst. Und jetzt schnell quer durchs Land. Bringen wir Bericht über unseren Sieg. Der nächste. Verdammt! Sturmmatte. Nun, da das Kaiserreich aus Reach vertrieben worden ist, können wir der skrupellosen Ausbeutung seiner Silberminen Einhalt gebieten. Dieses Silber gehört Himmelsrand. Zahllose Feinde wurden von einer Lawine des Schmerzes und der Vergeltung aus eurer Hand erfasst. Ich nenne euch jetzt Eishammer. Ihr zeigt große Leidenschaft für den Kampf und Mitgefühl für die wir kämpfen. Ihr werdet für unsere Sache allmählich unverzichtbar. Wir tun das, was wir tun, aus Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Hier, nehmt dies als Zeichen erwiderter Liebe. Was jetzt? Ihr werdet in Hjalmarsch gebraucht. Es gibt viel zu tun. Ihr werdet genau das tun, was Galmar euch befiehlt. Und für so viel Chaos wie möglich im Namen des Kaiserreichs und jedes Jahr sorgen, der es unterstützt. Talos möge euch leiten. Mhm. Nehmen wir mal ein bisschen Essen mit. Tullius unterhält Lager in Pel und denkt an Krieg. Das Kaiserreich unterschätzt die Größe unserer Sache immer noch. Sorry, ich wollte dich da lange nicht mitnehmen. Oha, was haben wir denn hier? Gibt es hier irgendwo einen Händler? Wir müssen mal verkaufen.
Naht sich immer ein bisschen ab. Lexikonwürfe. Wieder raus, da geht's raus. Mit der Rieldecke. Zum Glück mal einen Helm auf. Was braucht ihr? Aha, wo geht's als nächstes hin? Da drüben. Befreie Jarlmarsch. Die nächste Schlacht. Und hier oben mein Pferd. Steht draußen vor den Toren. So, von Sandra in der Welt. Oh, noch nicht entdeckt. Aha. Dann halt hier einmal hin. Wird schon wieder gekämpft. Nein, komm mit. Wir wollen hier heute nicht kämpfen. Warum haben wir auch einen Safe Point in der feindlichen Umgebung? Wenn wir galoppieren können, unser Pferd also sogar über Wasser gehen. Das Boot ist fast alle. Hoffentlich trifft der Nachschub bald ein. Ist schon da. Schlimm kann es nicht sein, wenn ihr Zeit habt, hier rumzujammern. Der sagt doch mal wieder dieselben Phrasen. Seht, Schneehammer. Ihr müsst dem kaiserlichen Legat in Mortal gefälschte Befehle überbringen. Mhm. Aber zuerst müssen wir an Befehle der Kaiserlichen kommen, damit wir die Fälschung herstellen können. In den Tavernen von Drachenbrügge und Rorikstadt machen oft kaiserliche Boten Halt. Versucht einen der Gastwirte zu überreden, euch zu helfen. Egal wie ihr es anstellt, besorgt mir diese Dokumente. Was sagt ihr?
Talos möge euch behüten. An der falschen Front, aha. Lydia. Steh mir doch nicht immer im Weg. Finde kaiserliche Kurier. Ich werde ganz allein gegen die gesamte Armee antreten. Wir werden mich doch nicht. Es wagt, mir hier gegenüber zu treten. Ich werde mich noch nicht reinlassen. Ich kenne mich doch inzwischen. Und jeder kaiserliche, der mir begegnet, jetzt greift mich an. Wir sollten das was werden. Drachenbrücke. Okay, da können wir hin. Das ist nicht mehr ganz so weit. Fährt mal hier. Und nee, wir waren ja. Wir sind ja woanders. Wir müssen da mal hoch. Nein, genau in die andere Richtung. Da liegt jemand. Wie sieht's hier aus? Flussufer entlang. Und auch durch das Flussufer. Geht auch. Und dann Seepferdchen. Kein Problem. Lydia findet uns wieder. Hat's ja bisher immer. Nahe des Sturmmäntel. Wollen wir gerade wohl nicht hin? Erzählt es doch dem Kommandanten. Ein kräftiger Tritt in den Allerwertesten bringt euch sicher wieder auf andere Gedanken. Die haben auch immer dieselben Phrasen. Immer nur dieselben zwei. Wird irgendwann langweilig. Ich muss hier mal runter. Das war beeindruckend. Mal eben einen kleinen Wildunfall gemacht mit einem Fisch. Stufenaufstieg möglich.
Ach, Level 13. Das hatten wir ja schon. Haben es aber nicht gespeichert. Ich habe gemacht. Das nehmen wir. Finde kaiserlicher Kurier. In der Taverne so sein. Gehen wir mal gucken. Außenposten. Ah, hier. Die Taverne. Vier Schilde. Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Das sagt man mir mal. Ihr seid irgendwie anders, das kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht auf Ärger aus. Habt ihr in letzter Zeit kaiserliche Kuriere gesehen? Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Sein Leben ist in Gefahr, überreden. Wird ein wenig Gold helfen. Dafür habe ich keine Zeit, ich kann mich hart zusetzen, was sein muss. Ja, sicher. Mich führt ihr nicht hinters Licht. Das hat jetzt super geklappt. Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Nun, wenn ihr darauf besteht. Er war gerade noch hier. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn noch. Oder ihr wartet einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Aha. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Und mit Pleite. Yay. Ja. Dann finden wir mal die Boten. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Hier, der ist da drüben. Mit dem Pferd will man Wein holen. Oha, und ich habe schon wieder den Part überzogen. Das sind jetzt längere Parts. Ja, zum Schluss nochmal den letzten Part. Darf nochmal sein. Oh, schöner Fuchs hier. Oh, hier. Den treffen wir im nächsten Part. Bis dahin. Ach ja? Ach du Scheiße.
Strich? Ja, das war alles. Ich glaube, die werden wir brauchen. Okay, ich muss ein bisschen was loswerden. Okay, dann weiter geht's. Irgendjemand zu geheimer Steinfaust. Ich hoffe, ich kann das in meiner Ausrüstung machen. Ich muss mich dafür nicht verkleiden. Wohin des Weges?